Mein Name ist Niro LP und ich begrüße euch zurück zu Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Ray hat, glaube ich, wieder meditiert, habe ich gerade gehört. Ich habe nur so gehört, ne, so Machtgeräusche. Und ja, ja, Hallöchen. Wir sind hier in Episode 9, aber wir machen hier gerade einen kleinen Abstecher für so Nebenquests und so. Ich habe eine Nebenquest letzte Folge angenommen in, wie heißt der Planet, Pasana, ne? Das andere Wüstenplanet, und wir sollen für einen Kollegen hier Teile sammeln. Ich weiß nicht mehr für was, aber wir sollen Teile sammeln hier in so ein paar, auf so ein paar Wüstenplaneten. Einmal hier, einmal in Mos Eisley und einmal in Tuanal, was glaube ich Tuanul, was hier diese kleine Siedlung hier auf Jakku ist, glaube ich, ne, oder Jakku, ne. Was hat hier? Kann man hier drücken? Okay, nee. So, okay. Ich dachte erst, ich würde das hier mal allein finden, aber nee. Dann lass mal da mit dem Java reden, ne? Du, hör mal. Und los hier. Ihr braucht Evaporatorenteil. Dafür gibt es eine Menge auf dem alten Lastwagen. Glaub mir, bedient euch ruhig. Wenn ihr noch, ich habe gerade eine gefunden, anscheinend. Wenn ihr noch mehr braucht, geht nach Mos Eisley. Dort gibt es allerlei Salzen und neuen Gramsch zu kaufen. Warte mal, sind das diese Dinger, die ich gerade kaputt gemacht habe? Ist ja wortwörtlich dieses Ding, was ich hier gerade kaputt gemacht habe. Die sahen mir sowieso irgendwie neu aus. Diese Dinger hier. Tatsächlich. Okay, die sahen mir sowieso irgendwie neu aus. Ist also okay, anscheinend. Okay. Habe ich voll versehentlich das richtige Ding eingesammelt und kaputt gemacht und so. Aber okay, so, dann müssen wir da noch das Eis legen. Oh nee, hier will ich nicht. Ich will. Wo ist der Typ, der mir hier da, der mir eine Rundfahrt gibt? Ich bin nur fürs Schießen und Fliegen zuständig. So, dann müssen wir noch Mos Eisley einmal. Okay. Wir sind bei 89%. So viel ist ja nicht mehr übrig. 20 Nebenquests, ne? Das dauert ja nicht mal lange, bis wir fertig sind mit allen, ne? Cool. Kann ich mich ein bisschen entlasten, ja, so mit einigen Projekten. Ich habe geplant, heute ein bisschen mehr aufzunehmen. Ich hatte heute einen Zahnarzttermin, deswegen wusste ich nicht, wie viel ich heute aufnehme. Aber der hat nichts gefunden, also der hat schon was gefunden, aber macht er erst in ein paar Monaten. Oder irgendwie eine Entzündung oder sowas, keine Ahnung, aber nichts Schlimmes anscheinend, ne? Aber heute war halt nichts geplant. Deswegen wusste ich jetzt nicht, ob ich, weiß nicht, mit hier, weiß nicht, betäubten Mund und so, und hier so nachdem gebohrt wurde, ist auch immer ein bisschen unschön hier, dann irgendwie danach irgendwie aufzunehmen. Ich meine, es gab schon Tage, wo ich das gemacht habe, ne, wo ich beim Zahnarzt war und weiß nicht, ich habe eine Spritze bekommen oder so, dann habe ich trotzdem noch aufgenommen, aber ne. So, du siehst aus, als würdest du was verkaufen, ne? Aber heute wird nichts gemacht, das heißt, das ist Standard Aufnahmestechen. Ja, damit. Selbst wenn ich jetzt nicht. Selbst wenn der trotzdem hat gemacht, hätte ich jetzt so oder so heute aufgenommen. Aber ich habe keinen Part für morgen. Das heißt, ich muss sowieso. Hätte ich halt die Zähne zusammenbeißen müssen. Hä, versteht ihr es? Wegen Zahnarzt. Aber okay. So, naja, cool. Dann. Ja, cool. Spricht man halt ja angeblich aus, ne? Tour 0. Heißt nicht irgendwie der Rache, der Rache, der Rasse aus Stargate irgendwie so, die Tour 0. Also ich kenne mich mit Stargate nicht aus, mein Vater guckt da, aber ich könnte schwören, den Begriff Tour 0 habe ich immer irgendwie schon gehört irgendwie so. Und ich gesehen habe, mein Vater hat da geguckt und so, ah, die Tour 0 sind schon wieder hier irgendwie so was. Ich glaube, da gibt es irgendwie so eine Rasse, die so heißt, ne? Eine Alien-Rasse oder irgendwie so was, keine Ahnung. Ja, einer der Charaktere hier, der Tier-Alk hier, der ist doch. Ist glaube ich auch kein Mensch, ne? Der ist auch irgendwie eine Rasse. Vielleicht ist der ja ein Tour oder so, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Was noch hat der eine coole Stimme hatte? So die coole, tiefe Stimme hat der. So, ah.
So, muss ich aber wieder länger kaputt machen. Okay. Also, dann verkauf du mir oder was auch immer. Du hast Bedarf an Evaporatorenteile. Nun, wir haben viel Ersatzzeit in unserem Lager aus. Mein Meister wird sehr froh sein, dass ich unseren Überschuss weggebe, um einem Fremden zu helfen. Natürlich. Ja, ich liebe es, meine Sachen hier an wildfremden Leuten hier abzugeben und so. Meinst du hier? Die Dinger sehen verdächtig aus. Was ist das? Nix. Ich hätte gedacht. Lagerhaus. Wo ist hier ein Lagerhaus? Ich habe mit ihm geredet, hat mir trotzdem nichts gemacht. Wo ist ein Lagerhaus? Da. Boah. Ja, ich finde super, wie mir hat voll geholfen hat, ne? Ja, die Dinger. Warte mal, so sehen die Dinger aus, sehe ich gerade. Ich liebe es, wenn ich mit Leuten rede und die mir überhaupt nicht sagen, wie mir hat hier weiterhilft, ne? Unserem Lagerhaus, mein Gemeinsam wird sehr freut sein. Ja, wo ist denn das Lagerhaus? Das hilft mir gar nicht. Hier ist ein Ort. Ist das ein Lager? Ich finde so gut, wie er seinen Helm wirft. Ich dachte, er sollte mir helfen. Ja, boah, ich habe mit den Türen und ich komme überhaupt nicht weiter. Was bringt euch nach Tuanul? Das Leben hier ist. Ja, cool. Und unten. Lager aus, wo? Das ist doch der einzige Ort hier. Lager aus, wo ist hier ein Lager aus? Hier? Ja, mein Gott. Wenn du mir nichts bringst, dann lass mich dich doch nicht ansprechen. Ich liebe solche NPCs. Ich habe gar nichts gedacht, mit der Person zu reden. Ich muss so oder so hier alles kaputt machen. Boah. Na gut. So, die letzte. Wir haben ja die, ich glaube, die zweite Level von Episode 9 gemacht letztes Mal. Ne? Alle Teile, die ich brauche. Ich schätze, damit hast du offiziell dein Gewissen beruhigt. Ich habe die noch nicht erneut gespielt, ne? Wegen der ganzen Umstände den Mikro-Dinger. Aber ich weiß es zu schätzen. Nun, ich mache mich besser an die Reparaturen. Hoffentlich sehe ich dich hier nicht nochmal. Ey. Okay. Ich glaube, da gab es auch irgendwie noch 4 Quests, habe ich gerade gesehen, ne? Im Menü. Das ist Stromtuppler, erster Ordnung. Nein. Boah. Po. Wo ist er? Yo, Dameron. Wie geht's, wie steht? Na, welcher davon ist jetzt welcher? Ne, der hier? Ja, ne. Okay, mein Freund. Bereit für ein neues Abenteuer mit BB 8 und Po? Stimmt, der ist ja eigentlich sein Druide, ne? So, ich weiß jetzt hier nicht. Warte mal, ich habe noch eine Quest. Genau, da muss ich hier durch die Gegend einmal fliegen, ne? Mit mal neu die dunkle Seite und die Jedis brauchen ja noch Sachen, sehe ich gerade. Boom. Nebenauftrag. Forderst du mich heraus? Der Kleine mit dem Drachen. Ich stehe jetzt aber gerade hier vor. Na komm, machen wir erstmal hier. Geschichte fortsetzen. C3PO9. Ach, jetzt kommt die eine Szene, ne?
Oh, Chewbacca. Jetzt kommt die Szene aus dem Trailer. Na. Ray! Sie haben Chewie! Dann hol ich dir mal Zeug. Du, du. Nee, jetzt will ich das haben. Alter, das war aber ein bisschen böse. Nein, sie hat Chewbacca umgebracht. Hallo? Hallo. Schon gut. Hallo, hallo. Ist jetzt bei uns. Chewie hatte den Dolch. Das war der einzige Hinweis zu diesem Wegfinder und er ist weg. In der Tat. Die Inschrift existiert nur noch in meinem Speicher. Ja, das ist. Speicher? Das ist die schlechte Nachricht in dieser ganzen Situation. Ein Droidenschmied? Er ist auf Kijimi. Irgendwie auch komisch, ne? C3PO beherrscht so viele, irgendwie 5000 Sprachen, aber kann irgendwie ausgerechnet die Sith-Sprache nicht aussprechen. Da habe ich schon immer irgendwie merkwürdig gefunden. Ne? Guck mal, wie dick das Ding hier ist. Mein Gott, ey. Ich habe ein bisschen Drip für euch. Alles klar, ich weiß, was wir tun sollten. C3PO. Sind wir auf einem neuen Planeten? Ja, ne, wir sind in der Level drin. Also ungefähr. Ist schon eine Weile her. Die erste Ordnung holt die Leute aus ihren Häusern. Hoffentlich haben sie unseren Droidenschmied noch nicht. Die haben mir nicht gesagt, dass die Level startet. Die haben gesagt, Geschichte fortsetzen. Normalerweise steht da mal Level starten statt Geschichte fortsetzen. Wo will ich denn jetzt noch mal? Mein Gott, Herausforderung. Ja, wir sind in der Level drin. Oh Gott, dann machen wir halt die Level, nehme ich an. Schließt das Level ab, ohne entdeckt zu werden. Ja, das. Werde alle Sturmtruppen auf dem Hauptplatz auf friedliche Weise ohne den Alarm auslösen los. Also, okay. Schalte den Suchscheinwerfer des UATTs mit einem Lichtschwert aus. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwas schaffen werde von. Hier haben wir hier Raven. So, sie kann mit Dings hier. Ja, super. Habe schon mal jemanden geschubst. Volgepo durch die Straßen von Kijimi. Muss ich euch irgendwie ablenken oder so, damit ihr mich nicht entdeckt oder so? Okay, alles klar, Po. Geh in Deckung, aber bleib dicht bei mir. Pass auf. Mein Controller ist die ganze Zeit am vibrieren, wie so ein Herzschlag. Hallöchen. Ah! Ich weiß nicht, was er sagt. Schnappt ihn! Oh Mann. Da sind Kampfläufer. Sieh zu, dass sie dich nicht sehen, sonst ist schnell die ganze erste Ordnung hinter uns her. Oh, ehrlich. Was zum... Jetzt haben wir euch. Ach komm schon, das war voll nicht fair gerade. Warum ist sie denn da rumgelaufen dafür? Boah. Warum ist das Ding nicht hier durchgepasst, ey? Gibt's doch jetzt einfach nicht. So, jetzt ist das Ding wieder weg. Boah. Leute, der muss ja wohl schon hier... So, erzählt ja wohl nicht, ne? Komm schon, das war jetzt nicht fair, Mann. Kann ich das Ding werfen?
Na, du geh mal und pack das Ding rein. Warum hat sie sich genau dahinter bewegt, ey? Komm schon, da war jetzt irgendwie nicht fair, ne? Also die eine Herausforderung habe ich schon mal vermasselt. Warum hat sie sich denn auch da wegbewegt, ey? Au, warum? Na gut, dann eben auf die Weise. Mir egal. Ja, was soll ich denn machen? Ja, die haben mich schon gesehen, bevor ich überhaupt da reingegangen bin. Was soll ich denn da machen? Die ballern mich jetzt ja alle ab, also da kann ich ja nichts machen. Na gut, ich habe versucht zu schleichen, aber hat man ja gesehen, wie das funktioniert hat, ne? Vertrau mir. Ärgert mich gerade ein bisschen, Mann. Warum hat sie sich genau da wegbewegt, ey? Hm. Oh, guck mal da. Wo ist denn da hin? Von da, ne? Wie komme ich da hin? Na, warte. Ich habe so Dinger gesehen, ja. Na, du hättest einfach nur stehen bleiben sollen da. Man muss sich natürlich ja wegbewegen, ne? Während ich die Macht benutze. Ich wollte eigentlich die Macht benutzen, um das Ding da rauszuziehen, ne? Und dann hat das Ding auch irgendwie nicht da durchgepasst, natürlich diese eine Lücke, ne? Geh da drauf. Danke. So. Vielleicht gehen wir die ganzen Dinger hier. Aber ich glaube nicht. Ich habe da einen Schneid verpasst, glaube ich, ne? Weil wir sowieso schon entdeckt worden, aber ich brauche da ein Dings, ne, ein okay, aber ich brauche hier einen Schrottsammler, um da hochzukommen. Und der Sprung sieht so ein bisschen aus, als könnte man das voll schaffen. Aus dem Weg. Aber anscheinend nicht, ne? Na gut. Mache ich halt offscreen, ne? Ihr wisst ja, wie es läuft. Hm. So, kann man weiter? Ja, ne? Und lass mich mal hier rein. Hm. Ja, jetzt stehen irgendwie. Gehauen auf Kijimi. Die Ritter von Ren haben uns ein Bild von ihr gezeigt. Und ihr denn? Ja, ich bin weg. Hey, die erste Ordnung kommt. Versteck dich. Okay. Tja, du meine Güte. Bitte deaktiviert mich nicht. Ich kenne diese Leute nicht. Wirklich. Weitergehen, Goldjunge. Das hier ist nichts für Droiden. Nein, sowas. Alles klar. Gut gemacht. Wie kommt man da ein? Ablegen. Also Leute. Einige Sachen, ne? Da kann man doch eindeutig drauf klettern. Das war's. Los, die Treppe rauf. Ja. So. Den konnte man da eindeutig drauf gehen. Hab gehört, du wurdest am Mönchstor gesehen. Ich dachte, er kann nicht so dumm sein, zurückzukommen. Leute, das ist sorry, das sind Ray und Finn. Wir könnten wirklich deine Hilfe gebrauchen. Kann dir zwar egal sein.
aber ich mag dich. Ich bin C3PO, Roboter-Mensch. Wir sind auf der Suche nach Daru Freak. Kampfläufer, bleib dicht hinter mir. Ich kann mich an die meisten Sachen hier gar nicht erinnern, ey. Ja, die erschienen mir so unwichtig im Film irgendwie. Weiß nicht, die, ich hab ihn. Kommt mir alles so vor wie so Filler. Alles klar. Ah, mach ich da dir. Ja. Ja, die Macht. Also kannst du. Ein bisschen mehr Respekt vor der Macht, Kollege. Alles davon ist wahr, einfach alles. Das Mädchen sucht ihr? Wir auch. Aber leider haben wir sie noch nicht gefunden. Hm. Die Ritter von Ren, die waren auch voll cool, ne? Haben auch voll die Show gestohlen, oder? Aber merkt, dass mir diese Trilogie nicht so sehr gefällt wie die anderen, ne? Egal, solange wir hinkommen. Los. So. Wohin hier? Da ist irgendwas zum Anmachen. Ist ein Schalter, den ich betätigen kann? Warte mal, ich soll die Scheinwerfer mit dem Lichtschwert irgendwie erledigen, ne? Haben die mir gesagt, oder? Machst du da 3PO? Kann ich einfach ein Ding da drauf werfen oder so? Was ich war gut. Wer ist denn da? Haben wir nämlich gesehen? Ich versuche das so leise wie möglich. Da nicht um. Okay. Ja. Da will ich die ganze Zeit machen. Schleichangriff. Eine Leiter, ja, ne? Mach ich erstmal alle kaputt. So. Muss ich hier mitmachen? Der steht da voll im Scheinwerfer drin, ne? Aber hat es nicht gebracht anscheinend. So, ich will den da hinten manipulieren. Geht das? Ja, dann stehe ich schon wieder hier, ne? Bewege mich wahrscheinlich, ne? Oder? Nun, lange so stehen wie möglich in Babus Freaks Werkstatt. Hey, boah. Muss ich den Scheinwerfer nicht irgendwie kaputt machen mit dem Lichtschwert, haben die mir gesagt. Ist so ein Panzer, ist halt doch hier so ein. Naja, was geht, ne? Ja, was geht, ne? Gott, ey. Ja, ein bisschen überfordert. Niemand. Verdammt.
Ja, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Hab schon alle Leute hier erledigt und so, ne? Aber da muss ich hin. Ja, bringt's auch voll. Jetzt haben sie mich gesehen. Warum sind hier so viele Leute? Mein Gott, ey. Das ist ja wieder eine Schleichmission, ey. Ja, ist klar. Was muss ich denn hier machen? Kaputt. Ich glaube, der geht nicht kaputt. Der geht nicht kaputt. Aber da kommt her, machen wir eben auf altmodische Weise. Oh, ich soll ich doch gar nicht töten. Was soll ich hier mitmachen? Alter. Muss ich ja machen. Ja. Warum ist diese Mission so kompliziert? Ich verstehe es nicht. Hier ist eine Leiter. Hier. Nö. Boah, ich gehe einfach hier weg. Hier müssen wir hin. Alles klar. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll, Mann. Spiel ist irgendwie von einem auf so mir nicht sehr nicht auf einmal voll schwer, habe ich so das Gefühl. Oder es ist vielleicht nicht aufs Schleichen ausgelegt. Oder ich bin einfach schlecht im Schleichen. Kann natürlich auch sein, ne? Ich glaube, mir kommt das hier gerade ein bisschen viel schwierig. Na nun. So, können wir das aufmachen hier bitte? Was ist jetzt schon wieder nicht? Nein. Nein. Raipio. Mein Gott, ey. So. Leute, was muss ich ja machen? Ich komme nicht durch. Gelang die Fabrik. Ja, wie? Die Werkstatt, meine ich. Was ist hier? Hier so einer. Kann ich einen manipulieren? Du komm mal her. So. Okay. Aber die kriegen wir auch leider nicht alle auf einmal, ne? So, ich muss ja so ein Ding, ja, ne? Hatte nicht irgendjemand hier so eine Karte oder so? Da ist irgendwas zum Aufheben. Auf der anderen Seite. Leute, warum ist dieses Level so schwierig? Muss ich sagen. Da ist noch ein Gegner. Wo kann ich das hinpacken? Ich weiß nicht, was ich. Jetzt ist das offen. Warum muss ich diesen einen Typen nur erlegen? Los, Beeilung. Weil ich den einen Typen nicht erledigt habe. Ich krieg die Krise. Ich habe was im gesperrten Datenspeicher eures Droiden gefunden. Babu, kriegst du ihn dazu, es zu übersetzen? Droiden-Gedächtnis wird gelöscht. Was machst du da, 3PO? Ich werfe einen letzten Blick, Sir, auf meine Freunde. Friends Zerstörer. Der Mauer. Er lebt. Er war wohl auf einem anderen Transporter. Der Droide ist fertig. Der Wegfinder des Imperators ist in der imperialen Kammer. Auf einem Mond im Endosystem. An der Südküste. Nur diese Klinge ist vergessen. Hey, hey!
Doch, der muss die Sith-Sprache. Ich bin C3PO, Roboter-Mensch-Kontakter. Wir müssen los. Landeprivilegien. Verstehe nicht, warum die neue Trilogie alle alten Charaktere so massakern musste. Han Solo ist tot, Luke ist tot. C3POs Gedächtnis wurde gelöscht, also ist der mehr oder weniger auch tot, ne? Aber ich glaube, der hat die wiederbekommen irgendwann später. Ich weiß es nicht. Naja, lass sie doch einfach mal leben. Nee, so, wir haben hier nichts bekommen. Cool. So, das ist, glaube ich, Kylo Ren's Dingen, ne? Ich glaube, da ist das letzte Schiff, was uns noch fehlt, ne? Ja, Steadfast steht auch da. Bordgoldroide, rote Augen, cool. Finn, Mantel, Kijimi. Poe, Kijimi-Mantel. Ray, Kijimi-Mantel. Und Sorry Bliss, die mit dem Motorradhelm. Cool. Unser Plan ist also, im Hangar zu landen, als wäre das das Normalste der Welt. Ja, wenn die Plakette funktioniert. Wookie-Rettung. Ich bin noch im Dings. Ich steuere nur gerade Finn, okay. Dann nehme ich mal ein bisschen da rein, ne? Plakette bringt's. Landefreigabe Hangar 12. Halt durch, Chewie. Wir kommen. Ja, mal rein da, ne? Ich habe schon gesehen, wie der Name der vorletzten Quest war, ne? Quest, Story Level. Die Kraft ist zu tun. Das glaube ich noch nicht, ist das hier, ne? So, gehen wir mal hier rein. Jo, oh, Vorsicht. Nein. Ich. Finde Chewbacca, alles klar. Lass ich mal hier durch. Kann ich nicht, nein. Alter, wie lang kann man diese Combo machen? 4x4x4x4x4x. Ich kann immer höher damit. Keine Ahnung, folgt mir. So, hier ist nichts. Stern zerstört. Da sind sie. Schnapp sie. Sterb. Feuer? Was sagt ihr mir jetzt erst? Mit dem Ausweichen? Ja, das habe ich schon mal rausgefunden irgendwann. Aber aua! Dann sagt er mir jetzt erst? Ja, ich nehme theoretisch an, könnte halt hier erst die dritte Episode sein, die man spielt, ne? Wenn man mit Episode 7 angefangen hat, aber trotzdem. So, Ray. Beeinflussen. Macht sie das auch mit uns? Was? Okay, rein da. Wookie-Rettung. Der Dolch ist auf dem Schiff. Da kann man bestimmt jetzt auch die Steadfast finden, ne? Im Weltraum. Was ist denn hier los? Socken? So Darth Vader Poster. Ray, wo auch immer du bist, es ist schwer, dich zu finden. Es ist schwer, dich loszuwerden. Deine Eltern waren niemand. Sie haben sich dazu entschieden, um dich zu beschützen. Tapfer. Hier bist du in Sicherheit. Das verspreche ich dir. Schon wieder die Stimme. Sie haben dich verkauft, um dich zu beschützen. Nein. Es war Palpatine, der deine Eltern entführen ließ. Er hat nach dir gesucht. Sie ist nicht auf Jakku, sie ist fort. Da bist du also. Das war. Ich bin ganz ehrlich, da in diese Machtverbindung, die die beiden hatten, fand ich ehrlich gesagt ziemlich interessant. Ich fand nur, da hätte man irgendwie mehr draus machen können. Das gleiche gab es auch in Knights of the Old Republic 2 hier. Da hatte man auch mit einem der Charaktere so eine
so eine Machtverbindung, aber da war halt tausendmal besser umgesetzt, leider. Er muss da drin sein. Also nicht leider, also na, jetzt auf die Augenpolle zu. Ist ein gutes Spiel, von daher nicht leider, aber ja, leider haben sie halt in dem Film nicht so umgesetzt, habe ich so wollte ich sagen. Ja, mein ja. Chewbacca in einem sehr verdächtigen Raum. Hallo Freunde. Beseitigt sie. Ich bin der Spion. Hey, was geht? Bester Charakter. Ich will, dass Kylo Ren verliert. Wo sind die anderen? Die sind nicht zurückgekommen. Dann finde sie. Los. Ah, daraus machen die bestimmt einige voll coole Sachen, ne? Jetzt hat General Hux auf unserer Seite ist, ne? Warum war der Imperator hinter mir her? Du besitzt nicht einfach nur Macht. Du besitzt seine Macht. Du bist seine Enkeltochter. Du bist eine Palpatine. Was Palpatine allerdings nicht weiß, ist, dass wir ein Zweiklang der Macht sind, Rey. Zwei, die eins sind. Du weißt, was du tun musst. Ich weiß es. Wow, wir sind im Weltraum, das ist nicht gesund. Sie zwangen mich, sie zu ihrem Schiff zu bringen. Ich verstehe. Wir haben unseren Spion. Und da geht er hin. Boah. Das fand ich voll nervig, als ich das gesehen habe, diese Szene, ey. Von so einem namenlosen General einfach erschossen. Boah, hab ich gehasst, ey. Keine Ahnung, warum sie uns nicht verfolgen. Hätten sie sich irgendwas daraus machen können. Alles, was zählt, ist der so, was zum Exegol zu kommen. Braucht jemand außer mir, dass uns das zum Waldmond führt? Wisst ihr, was die hätten machen können? Die hätten irgendwie genau das gleiche machen sollen, was die mit Boat gemacht hätten, also hier in Jedi Survivor, ne? General Hux war die ganze Zeit insgeheim Jedi oder so, ne? Und stellt sich so raus, weil diese eine Szene in Episode 8 habe ich nämlich gedacht, oh, wir haben nur noch weniger als 100 übrig. Diese eine Szene in Episode 8 habe ich zum Beispiel so interpretiert irgendwie. Das sah nämlich so aus, als Kylo Ren irgendwie da am Boden lag, nachdem er hier mit Rey zusammen gekämpft hat, ne? Das sah irgendwie so aus, als ob General Hux irgendwie kurz davor, da den irgendwie zu töten, ne? Der hat irgendwie nach einer Waffe gegriffen oder so, ne? Als er gesehen hat, oh, Kylo Ren ist gerade am Boden am liegen, ne? Und der ist gerade out of commission, ne? Also den kann ich jetzt erledigen, dann steht mir ja nichts mehr im Weg oder so, ne? So habe ich das immer interpretiert, ne? Und ich habe gedacht, als die Szene zum ersten Mal gesehen hat, der wird irgendwie zu so einem Lichtschwert greifen oder so. Ich habe gedacht, der hat irgendwie ein Lichtschwert oder so da, ne? Und vielleicht war er die ganze Zeit irgendwie ja so. Vielleicht war er die ganze Zeit so ein geheimer Jedi, ne? Und wird sich dann irgendwann als Hauptbösewicht so darstellen, weil sowas mag ich richtig, ne? Wenn irgendwie so ein Charakter, bei dem man hier nicht auf den ersten Blick irgendwie merkt, ne? Oh, das. Der ist eigentlich der Hauptbösewicht, ne? Ich mag solche Plot-Twists, ne? Die hätten sozusagen mehr oder weniger genau gleich machen können wie in Jedi Survivor mit Boat am Ende, ne? Wo er sich dann irgendwie so als der Hauptbösewicht hier herausstellt, ne? Da wäre ein voll geiler Plot Twist gewesen, finde ich. Ich meine, so wie ich das jetzt erkläre, 500.000 für den kleinen. Ich meine, so wie ich das jetzt erkläre, klingt das irgendwie ein bisschen lahmer, ne? Aber mit so ein bisschen mehr Build-up und all sowas, der hätte halt irgendwie viel besser ablaufen können, ne? Und dann wäre es irgendwann zu so einem Kampf gekommen, so zwischen Kylo Ren und General Hux, ne? Ja, General Hux war die ganze Zeit irgendwie bewusst, dass Palpatine noch am Leben war und der sollte irgendwie so ein Auge auf Kylo Ren und so hier haben, ne? Das hätte man alles viel besser machen können. Tut mir leid, hab gerade keine Zeit zum Plaudern. Das Imperium hält uns in Trab. Sie haben einige unserer Schiffe in die Mangel genommen. Wir können Hilfe gebrauchen. Das Imperium, das gibt's doch gar nicht mehr. Was seht ihr mich so an? Einer muss sich davon schleichen und Verstärkung rufen. Seid ihr wirklich zu selbstgefällig, aber wir kämpfen jetzt endlich das Imperium. Unsere Schiffe sind ganz in der Nähe, also helft ihnen. Ich bleibe hier und frage weitere Passanten um Hilfe. Okay. So, wir haben ja einen neuen Planeten zu erkunden jetzt, ne? So, irgendwo hier in der Nähe, hier?
Hey, was geht? Wow, ihr seid viel näher, als ich gedacht hätte. Okay. Okay, erledigen wir diese 20 TIE Fighter. Diese 20 TIE Fighter, die ganz sicher die einzigen Leute sind, die wir abschießen müssen. Ne? Diese 20 TIE Fighter, die gerade hier sind, was wir wahrscheinlich als einziges hier machen müssen. Ne? Diese 20 TIE Fighter zu erledigen, ne? Und absolut überhaupt nichts anderes. Ne? Wollen wir mal sehen, wir haben schon 12 von diesen 20 TIE Fighter, die uns hier angezeigt worden sind, erledigt. Ne? Von diesen 20 TIE Fighter, die hier nur rumfliegen. Und den es absolut überhaupt nicht noch mehr geben wird, ne? Weil da steht ja 20, ne? Also müssen da halt nur 20 sein, ne? Also können da ja absolut nicht mehr vorkommen, ne? Wir sind schon bei 18 von 20, ne? Das heißt, es sind nur zwei von den 20 TIE Fightern übrig, die wir erledigen müssen und nicht mehr. Okay, das waren tatsächlich nur 20. Ja. Okay, es waren tatsächlich nur 20. Ich habe gedacht, jetzt kommen jetzt gleich wieder 20 und dann kommen ja noch mal 20 oder so wie beim letzten Mal. Aber okay, ich habe gewusst, dass ihr denen überlegen seid. Nur deshalb habe ich nicht eingegriffen. Ich wollte euch nicht die Show stehlen. Das kauft ihr mir nicht ab, wie? Dem Versuch war es wert. Danke für die Hilfe. Okay, das war eine ziemlich chillige Mission, ne? Einfach nur hier mal kurz hingehen, kaputt schießen und dann wieder abhauen, ne? So, dann kann ich auf diesem Planeten landen, ohne die Mission zu machen. Fliegt zum Wegfinder auf Kefbir. Dieses Geräusch, ne? Okay, ist das Level? Okay. Okay, mach mal. Schon mal ja ein bisschen durchbrettern durch diese Episode, ne? Anscheinend. Geht mal kurz Schluck. Kann ich nicht, hier ist keine Flasche. Dann trinke ich in 15 Minuten weit. Wenn ich fertig bin mit dem Part. Ja, guck mal, der Todesstern. Nur diese Surfen der Wesen. Hm. Ja, das ist auch. Der Wegfinder ist dort. Das war auch ein ganz schöner Stretch, ne? Ich habe mal ein Video davon gehört. Wir müssen zu diesem Wrack. Nicht jetzt. Zu gefährlich. Lasst uns das Schiff reparieren. So lange können wir nicht warten. Da war, ich habe mir mal ein Video angeguckt hier, wo die Leute irgendwie, mal diesen alten Krieg. Das mit dem Dolch hier so erkundet haben, hier so ein bisschen erklärt haben, ne? Und ja, war ein ganz schöner Stretch irgendwie, ne, dass hier, dass jemand genau hier stehen würde und das alles genauso ausgelegt ist, dass er irgendwie auf den Dolch so abpasst, ne, also das war schon ein bisschen, ja, das ist schwer glaubwürdig, ne, das, ach, ich habe nur zwei Charaktere. Ne, also das ist ganz schön unwahrscheinlich, dass der Torstern genauso stehen würde und der Dolch genau diese Zeichen hat, ne, aber ich sag ja nichts, ne? Eine Sache, die mich auch in dieser Episode stört, ist, ich habe so das Gefühl, uns wurden irgendwie so 20 Millionen Charaktere vorgestellt. Aber keiner von denen scheint irgendwie wichtig zu sein, ne? Und dieser Druiden-Typ hier, der unsere, der C3PO hier repariert hat und so, ne? Der ist auch nur einmal kurz vorgekommen, so, ja, ich habe hier da so einen Freund und so, ne? Und ja, der kann den reparieren, ne? Und dann ist er da aufgetaucht und dann, pff, dann war er wieder weg, ne? So, 3, 2, 4, 4, 2, 3, 4, 2, 3, ne? So, es hat so rum, 4, 2, 3. Nein, fast. 2. Dann wurde hier diese eine mit dem Motorradhelm uns vorgestellt, ne, die Freundin von Po, die ist irgendwie auch nicht mehr aufgetaucht. Dann werden uns jetzt hier diese Typen hier alle vorgestellt, ne. Dann kommt hier irgendwie, weil nicht General Hux, so, ja, ich bin der Spion, ne? Das heißt,
Wir sehen noch ein paar Sachen von denen, ne? 5 Minuten später wird er abgeknallt. Also das Gefühl, die wollten irgendwie 10 Millionen Stories auf einmal erzählen und haben irgendwie, weil nicht, keine von denen irgendwie vernünftig irgendwie so erklärt. Ne? Deswegen, hier wurden jetzt hier neue Charaktere vorgestellt, hier wurde ein Plot-Twist irgendwie enthüllt und so. Ich finde irgendwie, da war viel zu viel Sachen, die wir irgendwie versucht haben durchzusetzen, ne? So. Ich weiß nicht, wo die anderen drei Dinger sind, die ich abschießen muss. Hey, warte mal. Wofür mache ich das hier überhaupt? Wo ist denn der Stein? So, da ist noch einer. Und da ist noch einer. Wow, die sind aber ganz schön weit entfernt. Kann ich die von hier aus erreichen? Nö. Wohl, da hinten, die konnte ich erreichen. 1, 2. Dahin. Dahin. Und dahin. So, wo habe ich das geöffnet? Hier. Ja, voll weit entfernt gewesen. Ich fand diesen Wasser. Willkommen auf Kefbir. Ja, fast den ersten. Diesen Wasserplaneten fand ich aber gut, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich fand auch die Szenen, die da später noch kommen werden, gut. Ja, gibt's ja die Szene hat man ja schon im Intro gesehen hier von diesem Projekt, ne? Das hier vorm Abspielen des Spiels. Hier ist ein Datenpack. Abgespielt wird's, ne? Man sieht ja irgendwie Rey und Kylo Ren, wie die da am Kämpfen sind, ne? Auf diesem Planeten. Ich fand das irgendwie sehr gut, weil der finale Kampf zwischen Anakin und Obi-Wan war auf so einem Lava-Planeten, ne? Und jetzt haben wir hier so einen Wasserplaneten, so als Kontrast. Das habe ich schon in Episode 7 auch gemacht, ne? Nur der finale Kampf fand auf so einem Schneeplaneten. Das ist auch so ein schöner Kontrast zwischen erst diesen Vulkanplaneten und dann haben wir so einen Schneeplaneten, ne? Also ich fand halt nicht schlecht so die Auswahl von dem letzten Schaukampf. Es ist natürlich nicht so, kommt natürlich nicht so, weil er nicht so episch rüber, ne? Weil Lava ist natürlich cooler als Schnee und Wasser, ne? Aber die Symbolik dahinter gefiel mir halt, ne? Oh ja, ne, ich sollte vielleicht auf den Wookie ausschalten. Ja, der finale Kampf zwischen Anakin und Obi-Wan hat auf dem Vulkanplaneten stattgefunden, ne? Dann der finale Kampf zwischen Rey und Kylo in der 7. Episode hat auf dem Schneeplaneten stattgefunden und jetzt hier auf dem Wasserplaneten. Ja, ob ich das schaffe mit dem Jedi. 2000. Weiß ich nicht. Da soll ich Fische abschießen? Obwohl, Lichtschwerter sind ein bisschen ein Ziel suchen, von daher. Nein. Nein, ich glaube, das wird nichts. Nein, das wird nichts. Nein, wie habe ich den ersten geschossen? Na gut, dann nicht. Ich habe noch eine Menge Zeit, aber. Ne? Kannst du das nicht besser? Vielleicht hätte ich lieber einen Orbak um Hilfe bitten sollen. Nicht diesen winzigen Pelz hier. Irgendwas anderes, wenn es geht. Jetzt hau nicht diese Dinger da kaputt, wenn es geht. Oh Mann, wo ist der vierte? Da. Okay, eine Sekunde. Da noch mal. Dann den hier. Dann den da. Dann das da. Eine Knarre wird halt viel einfacher. Aber ich kann gerade den Charakter nicht wechseln. Gute Gesellschaft. Da müssen wir in der nächsten Folge auch schon direkt wieder weiterspielen, ne? Mit dem. Mit der Story, ne? Anscheinend. Weil sonst laufen wir nur mit 2 Charakteren rum. Und das ist nicht gut.
Da kann man nicht vernünftig mit erkunden. Aber okay. Wir nähern uns irgendwann dem Ende. Ah, ich glaube nicht mehr, hat irgendwie 10 Parts oder irgendwie sowas werden, ne? Na, was hier? Irgendwie nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. So, da ist ein Kaiberstein. Ja, eine Quest müssen wir auch noch machen, ne? Wo wir hier. Wo muss ich das hier annehmen? Irgendwo da, ne? Ich sehe es da. Da muss ich irgendwie hoch. Nein. Ich glaube nicht, dass ich hier irgendwo was machen soll. War ich da irgendwie hoch? Oh. Wo sind die Dinger? Hier. Oh. Ja. Ja. Bank. Hier hat so ein. Ist das nicht eine Nuss? Eine Eiche? Ja, die müssen ja auch eigentlich eingepflanzt werden, ne? Was ist diese Rückwärtssprung-Animation? Okay, wo ist die letzte Eichel? Warum ist auch noch einer? Irgendwo ist immer jemand am Schlecken. Wo ist die letzte Eichel? Wenn ich jetzt nicht mache, fertig, dann vergesse ich das beim nächsten Mal. Da. Boah. Ich glaube, da unten müsste der Okay sein, ne? Ne, sind überall so Sprechblasen, sehe ich gerade. Ja, der Wookie ist bestimmt auch irgendwo, boah, irgendwo hier. Oh Gott. So, was habe ich gewonnen? Muss ich euch noch gießen? Ist das eine Gießkanne? Ja. Ah, Wunder der Natur. Also mein Vater hat ja mal einen Garten gehabt und ich garantiere euch, jetzt geht nicht so schnell. Und nun, oh, muss den bauen. Schummel, Schummel, Bank. Exotische Feldfrüchte, mal Äpfel, Trauben, oder Äpfel oder so, ne? So, geh weg. Du hast mir mal einen ganzen Part ruiniert. Hier sogar. Du hast mir mal einen ganzen Part ruiniert. Geh bloß weg. So sehr es mir hier auf Kefbir auch gefällt. Es gibt einfach ein paar Dinge, die uns die Tierwelt hier nicht bieten kann. Hast du zum Beispiel mal Orbackmilch probiert? Nein? Nein. Schön für dich. Dann lass es besser dabei. Wenn wir hier ein paar. Ja, diese Viecher von denen Luke getrunken hat. Ansiedeln könnten, würde das unser landwirtschaftliches Potenzial enorm erweitern. Das ist allerdings ein großes Wenn. Und es sieht dich erwartungsvoll an. Das sind meine Wünsche. Dann schaue ich doch zurück. Eine Talasirene für Milch, Pekobi für Eier und ein großes, kuscheliges Wampa für einen ordentlichen Vorrat an flauschiger Wolle. Ich habe die Planeten, auf denen sie zu finden sind, auf deiner Karte eingetragen. Ja. Einige sind ein wenig abseits des Weges, aber ich bin sicher, du kriegst das hin. Vielen Dank dafür. Okay. Wilder Wunschzettel. Dann kümmern wir uns wahrscheinlich nicht nächstes Mal darum, weil ich muss wahrscheinlich erstmal die Story hier vorantreiben. Weil sonst komme ich hier wirklich nicht hin mit dem Erkunden. Ne? So. Also wo ist da? Bist du? Wie komme ich da hin? Komme ich hier so dahin oder falle ich da runter? Nein, ich komme dahin. Ich komme da sowas von hin. Ha. Ich wusste es. Ich wusste, da sind so Dinge. Musste da sind so Dinger, die mich zum Hochklettern bringen, ja. Ach. So, wie komme ich da auch? Reicht das einfach nur hier so ein Ding da hinzubauen? Reicht das? Oh, da ist auch noch irgendwas. Ne.
Kann ich einfach so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das reichen würde, wenn ich hier genug Dinger hinpacke. Oder ist immer noch. Oder sei ich von hier unten? Ich habe so das Gefühl, ich rutsche da so vom Dach runter irgendwie, wenn ich da versuche, da eins zu bauen. Ja. Und denn hier war doch gerade mehr. Mal mit dieser Druiden-Abuse aufhören, ne? Wenn ich meine ganzen Astromech-Druiden hier durch die Gegend wirbel. Rettet die Druiden. Kann ich hier so da rein? Ja, genau so habe ich mir gedacht. Nein, das klappt. Klappt sowas von. Einen Plan aus Hüten. Hütten. Plan aus Hütten. Ah, ich verstehe es. So, warte mal hier. Karte. Wo ist Karte? Wow, du redest mit mir? Willkommen. Boah, ich kann schon, ich habe die Stimme schon 10 Mal heute gehört. 10 verschiedene Charaktere. Gegründet, damit vorbeikommende Reisende etwas über die Tyrannei der ersten Ordnung erfahren. Du bist aber unser erster Besucher. Gut, hier geht es dann also los. Warte, wo ist der Schlüssel? Ah ja, die Chefin hat ihn. Wenn du den Schlüssel holen willst, unsere Chefin wohnt in einer dieser Hütten. Tut mir leid, aber für mich sehen sie immer noch alle gleich aus. Okay. Ich kann schon, diese Stimme habe ich heute schon an 10 verschiedenen Leuten gehört. Wookie? Nein. Irgendwo muss der Wookie hier sein. Irgendwo. Irgendwo kann man rein. Ne, da ist die, die geschlossen ist. Komm, hier kriegen wir noch ein paar Sachen gefunden. Geknackt und gelöst. Wo ist der Wookie? Der muss auch irgendwo hier sein. Was ist denn hier? Nichts, okay. Warte, Datenpack. Oh, hier hinter? Einfach nur hier hinter? Okay. Ah, fehlt nur noch eins. So, und da gibt es ein Fahrzeug anscheinend. Ah, oh, da kann ich nicht machen. Ich habe keinen Helden. Ich kann da. Warte mal. Klar, ich kann auch mit ihm ziehen. So, erstmal hier rauskommen. Mein Gott. Keine Angst. Baby 8 ist hier, um euch alle zu retten. Nein, ich wollte nicht mit dir reden. Ich wollte das Ding direkt ziehen. Ja, ich wollte schon ziehen. Bonk. Yay. Und jetzt baue ich euch was Schönes daraus. Voll die Verschwendung. Was ist mit dir? Da hat eine Rutsche. Ja. Ui. Wow. Okay. Leute. Gib mir doch mal eine Sekunde, die Dinger hier einzusammeln. A-Flügler, Widerstand. Ah. Ne, wie viel haben wir? 58. Gehe ich hier noch irgendwas hin? Ist der gerade runtergerutscht? Ja. Jetzt will ich auch. Nein, ich bin jetzt dran. Lass mich da gefälligst runter. Okay, ich kann da nicht. Ich mache da keine coole Animation. Okay. Hier ist eine Hütte. Und dann mal hier drin. Blase. Okay. Boom. Nicht gerade klappt, aber okay. Ich sehe, wie gerade irgendwas auftaucht. Wow. Kuschelige Kooperation. Alles klar. So, ich glaube, das war es dann für heute. Ne? Außer ich kriege hier noch was auf den ersten Blick zu finden. Hier gibt es noch 23 von denen.
So, wo ist der Wookie? Der müsste doch irgendwo hier sein, ne? Ja, schön, wenn wir den auch noch kriegen. Dann fehlt uns der auch nur noch zweimal oder so, glaube ich, ne? So, hier haben wir gestartet. Nicht mal müssen wir nächstes Mal schon mit der Story weitermachen, ne? Können wir ja mal machen, ne? Weiß ich nicht. Ich finde hier nichts mehr. Die Level muss ich auch noch mal hier machen irgendwann, ne? Hier die. Na gut, aber ich kann sowieso nicht so viel erkunden hier ohne meine Charakterauswahl. Also müssen wir halt hier ein bisschen die Story weitermachen, ne? Weiß nicht, diese Geschichte fortsetzen, Level starten. Lass ich mal kurz gucken, wo müssen wir nach hin? Dahin, nein, ne? Da ist ja Wookie hier. Nein. Ich nehme diesen Speeder und hole mir den Wegwender, egal ob sie mitkommen. Okay. Wrack des Todesstands, das ist ein ganz anderes Gebiet. Ah, und da fehlen noch ein Dinger. Und zum Glück hat mir nicht hier schon direkt weitergemacht. So, da ist schon wieder was von Schott-Sammler. Da kann ich auch schon wieder nicht weiter. Da kann ich auch nicht runter. Da oben ist irgendwas. Ich wusste es. Ich hab's gewusst. Wie komme ich da hin? Kollege. Halt. Oh, nee, kann ich ja nicht. Oh, jetzt kann ich dich hochheben. Weil letztes Mal, als ich das brauchte, ging das nicht. Beschiss, beschiss, beschiss. Wie komme ich denn da hoch? Na, irgendwie nicht auf konventionellen Weg, oder? Einfach nur hier runter, aber einfach so. Okay, das natürlich relativ einfach. Hallo, mein haariger Freund. Schön, dich wieder zu sehen. Die Wellen zu beobachten entspannt mich ungemein, also ist Kefbier ein besonderes Genuss. Nicht als Ozean, schade nur, dass das Imperium seinen Müll darin entsorgt hat. Nach den Todessternen, ja. Noch zweimal müssen wir den Kollegen noch finden. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, das war's für heute, ne? Wie viel Prozent haben wir? 95%, 91%, wir haben schon wieder 2% bekommen. Gut, so langsam füllt sich das hier alles, ne? Ich werde mal versuchen, ob ich hier die Mission machen kann, ne? Die Herausforderung. Ich versuche es jedenfalls mal, ne? Und dann beim nächsten Mal gehen wir hier weiter und gehen zum Wrack des Todessterns, ne? Was hast du darüber zu sagen? Dieses Wrack im Ozean mag wie ein Schandfleck in der Landschaft. Wie ist er überhaupt hier gelandet? Aber es ist eine gute Erinnerung daran, dass Imperien fallen, wenn genügend Menschen ihnen die Stirn bieten. Und nur weil etwas nicht einsam ist. Welches Hintergrund? Wie ist der Todesstern hier gelandet? Leserdings feuern kann. Ebenfalls eine wichtige Lektion für uns alle. Hat hier irgendwie eine Schrottanlage, haben die ihn einfach hier reingepackt, so, weil die halt nicht wussten, wohin damit. Dann ist er einfach so hier reingelandet, so. Keine Ahnung. Und ich sag dann Dankeschön fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.